Hallo? Ist hier irgendwer? Also, wir sind jedenfalls heute im Snowdome in Bispingen und hier ist jede Menge Schnee, aber ansonsten irgendwie noch nicht so viel los. Oh! Da kommt jemand. Hey, hallo! Du hier! Hi, ich bin Lea. Hallo, ich bin der Michel. Ich wollte mir das hier heute mal angucken. Ja, hast du eine Runde Lust mitzufahren? Ja, total. Alles gerne. Komm, steig ein. Alles komm klar. Rüber, ich zeig dir. Gut. Michel nimmt mich mit in seinem Pistenbully. Beim Skifahren schieben die Besucher den Schnee nach unten. Michel schiebt ihn wieder hoch. Das macht er jeden Morgen, damit die Besucher, die gleich kommen, wieder eine glatte Piste haben. Unter dem Schnee, der hier liegt, ist eine Eisschicht. 13.000 Kubikmeter Wasser wurden gebraucht, um die Halle mit Schnee und Eis zu füllen. Das sind 5 große Sportbecken voller Wasser. Oh, das macht aber richtig viel Spaß, mit dem Ding zu fahren. Also, ich weiß ja, du machst das beruflich. Ja. Aber das macht doch auch so Spaß, oder? Das macht doch so Spaß. Das ist wirklich mein Hobby geworden, das Pistenbullyfahren. Macht richtig Spaß. Sag mal, wie groß ist denn die Halle eigentlich? Also, die Halle ist 300 Meter lang und haben oben eine Breite von 60 Metern und unten von 100 Metern. Das ist schon ziemlich lang. Ich kann kaum bis da hinten gucken. Ja, das ist schon, aber ich kann es dir ja von oben zeigen. Da fahren wir einfach mal mit dem Sessellift hoch. Oh ja, so gute wie die Skifahrer hochkommen. Das machen wir. Das machen wir so. Michel hat nicht so viel versprochen. Aus dem Sessellift hat man tatsächlich den besten Blick über die Skipisten. Ihr habt ja so verschiedene Pisten. Was ist, also wofür sind die denn? Ja, also wir haben einmal drüben die normale Piste, dann haben wir unsere Rodelpiste und dann kommt unser Funpark. Weil es gibt viele Leute, die wollen einfach nicht nur gerade jetzt Schlangenlinien nach unten fahren, sondern die wollen ja ein bisschen springen und ein bisschen Tricks üben. Und dafür haben wir eben unseren Funpark. Die Strecke, die ist ja jetzt so kürzer wahrscheinlich als bei einem Berg. Kommt da richtig Fahrt auf? Ja, hier kommt richtig Fahrt drauf. Wir haben früher mal gemessen und da haben die Skifahrer ca. 60 km/h drauf gehabt. 60 km/h ist ja so schnell wie ein Auto. Ja, das ist richtig schnell. Passiert denn da auch manchmal was? Ja, also Unfälle haben wir viele. Das heißt, beim Skifahren muss man sehr vorsichtig sein? Sehr vorsichtig sein. Ich sage immer, wer Hirn hat, schützt es. Also immer mit Helm fahren. Zur Erinnerung steht auch noch mal oben, da wo die Skifahrer losfahren. Oh, also von oben sieht das ziemlich beeindruckend aus. Kommen da viele Leute? Muss man hier auch manchmal ein bisschen anstehen? Ja, also hier oben muss man auf jeden Fall auch anstehen und zu gucken von Leuten. Also wir haben, im Winter ist mehr los wie im Sommer. Weil im Winter ist eben so die Hauptskifahrzeit, aber im Sommer kommen auch Leute, die eben auch im Sommer gerne Skifahren. Also das heißt, man kann auch im Sommer hier? Ja, man kann auch im Sommer, wir haben das ganze Jahr auch. Man kann rund um die Uhr bei uns Skifahren, jeden Tag. Und wie funktioniert das denn dann? Weil im Sommer ist es ja draußen richtig warm. Ja, das ist wie ein riesengroßer Kühlschrank eigentlich. Aber komm mit, das zeige ich dir. Also geht's erstmal wieder runter. Michel und ich müssen einmal raus und außen um die Halle rum. Hier hinten ist die ganze Technik. Ja, jetzt sind wir bei uns in unserer Kältezentrale. Ich habe gerade gemerkt, es riecht hier irgendwie komisch. Was ist das? Ja, das ist Ammoniak, weil Ammoniak ist unser Kältemittel, was wir brauchen, um die Halle kalt zu machen. Und das benutzt ihr dann, um alles kalt zu halten? Ja, das brauchen wir, um unsere Halle kalt zu halten. Ist in dem Kühlschrank ist das nur so groß ungefähr und so ein großer Kühler, aber bei uns ist eben alles ein bisschen größer, weil eben auch die ganze Halle größer ist. Das heißt, es funktioniert genau wie in meinem Kühlschrank zu Hause, nur dass alles etwas größer ist? Ja, ist genau dasselbe wie eben im Kühlschrank. Weil ja auch die Halle deutlich größer ist als mein Kühlschrank zu Hause. So ist es. Okay, deswegen ist es also in der Halle so kalt. Aber der Schnee muss ja auch noch irgendwo herkommen. Dafür benutzt Michel diese Schneekanone. Also unsere Schneekanone, da sind verschiedene Düsen hier drin. Siehst du die? Ja. Da ist einmal hier vorne die Nukleatorendüsen, wo Luft und Wasser rauskommt. Und da kommt nur Wasser raus, weil man braucht Luft und Wasser, um überhaupt ein Schneekristall sich bilden zu lassen. Mhm. Das ist wie in einer freien Natur, wenn das von oben schneit, da ist auch Luft und Wasser, das verbindet sich und immer mehr Wasser kommt da ran, deswegen wird die Schneeflocke immer größer. Und die Kanone, die können wir einfach dann dorthin fahren, wo wir sie brauchen und dann lassen wir es schneien. Und das könnt ihr aber nicht machen, wenn die Leute gerade Skifahren? Nein, das machen wir abends dann. Immer erst, wenn die Halle zumacht, dann fangen wir an mit Schneiden. Und da muss einer immer nachts hier mit der Schneekanone bleiben? Nein, das kann ich auch von zu Hause aus machen, vom Sofa. Du kannst das von zu Hause aus schneiden lassen? Ja, ich kann das von zu Hause aus schneiden lassen. Das ist mal ziemlich cool. Das ist cool. Michel und seine Kollegen lassen es nicht nur schneien. Sie kümmern sich auch um die 1000 Paar Skier und über 300 Snowboards, die sich die Besucher hier ausleihen können. Dafür gibt es die Werkstatt. Hier steht die Schleifmaschine. Ja, hier schädigt man einfach hier rein. Dann hat man gewisse Programme, die kann man einstellen für gewisse Skitypen. Und dann einfach Start drücken und dann geht's los. Darf ich? Klar, mach. Okay. Einfach Start drücken.
Die Maschine schleift die Skier einmal von unten und einmal von der Seite. Das muss man so zweimal im Jahr machen, wenn man regelmäßig Ski fährt. Nach dem Schleifen trägt Michel Wachs auf die Skier auf. So, jetzt ist der Ski fertig gewachsen, frisch geschliffen. Warum muss man den jetzt wachsen? Ja, dass man einfach auf den Schnee ein bisschen besser flutscht. Weil ansonsten ist es eben zu stumpf, man wird nicht schnell, deswegen werden die Ski immer schön gewachsen. Geht's wieder schneller voran. Alles klar. Ja. Danke, dass du mir das alles gezeigt hast. Ja, kein Problem. Ich gucke noch ein bisschen weiter. Ja, gleich, ich mache noch ein bisschen weiter. Bis dann. Bis dann, tschüss. Hier im Snowdome gibt es noch viel mehr als nur die Werkstatt. Ich habe mich jetzt einfach mal in die Küche geschlichen. Darf ich dir einfach mal in die Pfanne gucken? Natürlich. Hallo, ich bin Lea. Hallo, Dominik. Was machst du hier? Ich bin hier der Küchenleiter und bereite gerade einmal unseren Schmankerl, die Käsespätzle, vor. Das riecht auf jeden Fall schon mal ziemlich lecker. Ja, das hoffe ich, das schmeckt auch so. Wie viele Leute essen denn so normalerweise bei euch? Also in der Woche geht das immer so bis zu 500 Personen am Tag. Also über den Tag gesehen und am Wochenende so bis zu 2000. Boah, das ist eine ganze Menge. Ja. Wenn ihr so ein Wochenende anstehen habt, wie viel Schnitzel habt ihr dann hier so liegen? Ja, also vorbereitet sind ungefähr 500, aber meistens muss man auch nochmal nachproduzieren. Also habt ihr jede Menge zu tun eigentlich? Genau, wir haben eigentlich jedes Wochenende gut zu tun hier. Weil wir halt auch Kindergeburtstage haben oder Tagungen, Hotelgäste, die übernachten. Ne? Ja. Und was passiert jetzt mit den Spätzle? Da kommt jetzt noch ein bisschen Sahne ran, da kommt ein bisschen unseren Bergkäse mit dran und dann werden die angerichtet und dann werden die serviert. Ja, dann lasse ich dich mal in Ruhe weitermachen, ne? Ja, alles klar. Also, solange jetzt keiner guckt, kann ich mir das Essen ja einfach klauen. Das sieht nämlich so lecker aus. Was machst du da? Ich wollte das Essen rausbringen. Bist du die neue Praktikantin? Ja. Ah, hi, ich bin Klaas. Hi, ich bin Lea. Dann kann ich dir ja mal zeigen, wie das hier alles funktioniert. Ja, super. Bevor wir losgehen, wir brauchen noch einen Löffel. Alles klar. Sonst kann man den nicht essen. Schade, nichts zu essen für mich. Na, dann kann ich mich auch nützlich machen. Der Herr wartet schließlich schon auf seine Käsespätzle. Und? War das okay? Kann ich bei euch anfangen? Ja, das war. Doch, sah schon sehr gut aus. Bisschen verbesserungswürdig, aber. Was kann ich noch verbessern? Naja, nicht unbedingt oben an die Pfanne selber anfassen, weil meistens ist sie heiß. Finger verbrennen ist nicht so schön. Das stimmt. Ansonsten sah das schon sehr gut aus. Und warum seid ihr eigentlich alle so bayerisch angezogen? Weil das Thema ist vom Hofbräuhaus. Das ist bayerische Gastronomie. Passt ja auch zum Schnee mit. In den Bergen ist ja meistens der Schnee. Das heißt, man hat hier so ein bisschen das Gefühl, als wäre man wirklich in den Bergen. Genau so sieht's aus. Alles klar. So, und aus der Küche habe ich mich jetzt hier nochmal auf die Piste geschlichen. Und da fahren jetzt auch schon Leute Ski. Und die haben aber alle gar nicht mitgekriegt, was hier vorher und drumherum und im Hintergrund alles passiert, damit hier eben Leute in der Halle Ski fahren können. Das fand ich ziemlich spannend. Jetzt ist mir aber kalt und ich gehe erstmal nach Hause.